Hallo Freunde des gepflegten Spielzeugsammelns, ich bin der Sebastian von PlanetEternia.de und heute packen wir eine weitere Figur aus der Turtles of Grayskull Basis Wave 1 aus. Es ist He-Man und ihr seht schon, das ist nicht der He-Man, wie wir ihn kennen. Er ist vom Us mutiert. Ja, da bin ich schon gespannt drauf. Aber zuerst muss ich noch eine kleine Richtigstellung in meinem letzten Video machen. Dort hatte ich ja Trapjaw vorgestellt und der Matthias hat mich auf etwas hingewiesen, nämlich zum einen, scheinbar sind bei Trapjaw die Füße vertauscht worden, falsch herum. Ja, ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Ich habe mir das ganz genau angeschaut und ich habe wirklich lange gucken und vergleichen müssen, damit es mir aufgefallen ist. Es sind tatsächlich die Füße vertauscht, aber dadurch, dass es mir nicht aufgefallen ist, ist dieses eigentliche No-Go für mich in dem Fall ziemlich egal, muss ich tatsächlich sagen. Also, da habe ich überhaupt nichts von festgestellt, glücklicherweise. Das andere war ein Fehler, den ich gesagt hatte, nämlich dass Trapjaw in den USA ein Walmart-Exclusive wäre. Stimmt nicht, da hat der Matthias recht, der ist in den USA ein Target-Exclusive. Die Figuren mit Metal-Bottle-Teilen, die erscheinen dort bei Target. Und die Figuren ohne Metal-Bottle-Teile, wie Crank zum Beispiel, die erscheinen bei Walmart. Ja, bei uns aber gibt es alle Figuren, glücklicherweise. Man muss nur teilweise ein bisschen warten. Der Crank kommt jetzt deutlich später als der Mousejaw an. Aber jetzt diese Figur zum Beispiel, die habe ich bei Smith Toys gekauft. Ja, es gibt die Figuren jetzt im stationären Einzelhandel. Deswegen internationale Karte. Leider kein Untertitel dabei. Das Minicomic natürlich ohne Sprechblasen. Das Thema kennen wir mittlerweile schon. Ja, aber kommen wir zu dem mutierten He-Man. Ihr seht es, die Blisterkarte ist im Grunde gleich wie bei den anderen Figuren, aber mit zwei wichtigen Unterschieden. Wir haben Skeletor und Shredder hier dabei. Also wir haben natürlich auf der anderen Verpackung He-Man und Leonardo. Und hier genau an der gleichen Stelle, hier seht ihr Skeletor natürlich dort, wo sonst He-Man ist und Shredder dort, wo sonst Leonardo ist. Das heißt, wir haben dort zwei verschiedene Verpackungsdesigns für Gut und Böse. In Wave 1 ist dieser mutierte He-Man der einzige Böse, weil er vom Us mutiert wurde. Ja, die Bösewichter haben ihn da was eingeimpft. Das wird im ersten Minicomic nur angedeutet. Aber ansonsten generell ist die Verpackung gleich geblieben. Diese beiden Unterschiede finde ich nur ganz cool. Auf der Rückseite haben wir natürlich hier wieder ein Actionbild. Und ich muss zugeben, das ist nicht so hundertprozentig meins, dieses Bild. Am interessantesten finde ich da tatsächlich, was im Hintergrund stattfindet. Zu der Zeit, wo das hier veröffentlicht wurde, haben wir zum ersten Mal das Design von Shredder gesehen. Der kommt ja auch in einer kommenden Wave. Und vor allem das Us-Pit ist hier zu sehen. Es ist ein umgebautes Lime-Pit und ich hoffe wirklich dermaßen, dass Mattel das Us-Pit herausbringt und zum Slime-Pit recycelt oder umgekehrt, wie auch immer, ich möchte beide haben. Fände ich eine mega geile Angelegenheit. Also das gefällt mir richtig gut. Der He-Man, ja, der ist gut gemacht, aber gefällt mir da nicht so ganz gut. Und das ist natürlich auch ein Thema, ich pack schon mal aus, von dieser Figur. Das sieht halt absolut gar nicht nach He-Man aus. Und ob dieser mutierte He-Man jetzt vom Design her euch zusagt, das müsst ihr letzten Endes für euch selbst entscheiden. Es gibt hier bei dieser Figur eine Sache, die für mich tatsächlich sehr spannend und wichtig war. Ja, wichtig vielleicht nicht unbedingt, aber hat die Figur für mich einfach interessanter gemacht. Und das ist seine Haut, zeige ich euch gleich. Aber jetzt holen wir ihn erstmal aus der Blisterkarte. Ich versuche jetzt nicht ganz zu öffnen, denn das Minicomic... Oh, doch nicht. Ich dachte, das Minicomic, das wäre hier ein bisschen eingeklebt. Beipackzettel haben wir natürlich da. Kennt ihr das übliche Spiel. Und hier haben wir das Heft. Ja, das ist eben ohne Texte, ohne Sprechblasen, wie man es hatte. Ich habe es ja schon im Donatello-Video gezeigt gehabt, in der US-Version. Finde ich ein gutes Minicomic. Ohne Sprechblasen ist dann natürlich manches nicht so deutlich erkennbar, aber es geht schon noch irgendwo. Auf jeden Fall ist es mit Abstand eines der besten Minicomics, das wir seit Jahren gesehen haben. Alleine schon durch die Zeichnungen, die sind wirklich auf absolutem Top-Level. So, ihr seht es schon, ich mache jetzt hier die Haltebänder mal mit dem Messer ab. Ich hasse Haltebänder, ich sage es jedes Mal von vorne. Hier ist die Figur wieder an Arm und Bein mit den Bändern befestigt. Ich hasse es. Naja, kannst du nicht ändern. So, und da haben wir die Figur schon mit einem Zubehörteil und sie sieht eben tatsächlich deutlich anders aus. So, gucke ich mal ein bisschen mit den Gelenken. Die sind manchmal bei den Figuren, habe ich festgestellt, ein bisschen versteift, wo ich etwas vorsichtig bin, damit ich nicht ein Fußgelenk abbreche, aber die meisten funktionieren von Anfang an relativ gut, bei dieser Figur jetzt auch. Ja,
Dieser mutierte He-Man hat natürlich Grundelemente, die wir kennen, aber ihr seht es, seine Armbänder, sein Gürtel sind mit Stacheln versehen worden. Genauso sein Brustharnisch, der ist nochmal anders, oder Brustgurt nennt man es ja. Er hat auch nicht das Kreuzsymbol, sondern das He-Man-Symbol, finde ich eine gute Sache. Ich mag das Symbol. Und er hat noch ein paar weitere Unterschiede. Das ist wirklich ganz interessant für mich hier dabei gewesen, dass He-Man ein Rambo-mäßiges Bandana trägt. Und das ist auch hier hinten durchaus flexibel und lang gemacht. Ja, da könnt ihr es sehen, man kann es sogar drehen. Das finde ich eine ziemlich coole Sache dabei. Gut, dass sie das gemacht haben. Und er hat hier auch, er hat zwar seine Fellstiefel, aber er hat hier eine neue Fußform bekommen, wo die Zehen hervorstechen. Also ihr seht es schon, es erinnert ein bisschen an den unglaublichen Hulk. Was ist, wenn He-Man auf Hulk machen würde? Finde ich schon eine ganz witzige Angelegenheit. Und das, was für mich einen gewissen Kick gibt hierbei, ist, dass die Figur eine leicht transparente Haut hat. Oder transluzent, sagt man ja dazu. Es ist so ein lila-blau-Ton, den ich etwas eigenartig finde. Mein erster Impuls wäre gewesen, beim Us müsste es doch grün sein. Nee, ist es nicht. Die Haare haben aber stattdessen einen grünlichen Einschlag. Aber die Haut hier, die ist leicht transparent. Vor allem, wenn man eine Lampe dagegen hält. Ja, da ist meine Lampe. Da sehe ich schon, dass das ein bisschen durchscheint. Nicht ganz so klar wie bei anderen Figuren. Es ist eher milchig gemacht, aber hat einen sehr interessanten Effekt. Ja, das Gesicht ist natürlich auch neu, ist auf böse getrimmt, finde ich eine sehr coole Sache dabei. Mir gefällt dieses Gesicht ausnehmend gut. Und was mir auch gut gefällt, ist hier an den Oberarmen und hier im Dekolleté, sage ich mal, dort gibt es grünliche Adern, als würde das Us dort gerade durch He-Man hindurchpumpen. Also da haben sie sich schon Mühe gegeben. Ich feiere auch total diese Zehen hier, wie die herauskommen. Das ist für mich so eine meiner neuen Lieblingsformen. Was euch vielleicht auffällt, ist, dass er wirklich sehr mächtige Arme hat. Und da hole ich mal meinen Wave 1 He-Man dazu. Er hat jetzt hier natürlich eine dynamische Pose, aber ich finde, man sieht es sofort. Die Arme, die sehen deutlich größer und dicker aus. Oder zeigen wir es mal so. Also da ist schon einiges an Muskelmasse vorhanden, beziehungsweise an Volumen. Ja, diese Arme, wenn ich es richtig gesehen habe, dann sind die gar nicht ganz neu gemacht, sondern die gab es schon mal bei den Masters of the WWE Universe Figuren. Dort gab es nämlich einen Andre the Giant, der war etwas größer als die anderen Figuren und hatte auch entsprechend größere Arme und Beine. Und dort haben sie die Arme samt Händen von recycelt. Hat natürlich einen sehr spannenden Look, dass He-Man irgendwie aussieht, als hätte er den Leg Day geskippt, also als hätte er seine Beine nicht trainiert, aber finde ich trotzdem ganz lustig dabei. Ich muss allerdings sagen, dass dieses Design insgesamt für mich schon eher so ein Ding ist. Es ist ganz witzig, aber nicht sowas, das ich absolut obergenial finde. Jetzt kann man das allerdings auch noch ein bisschen zumindest variieren. Versuche ich mal, ja genau, Hand geht raus. Und da seht ihr es schon, sein stacheliger Armreif, der lässt sich abnehmen und darunter ist gar kein Armreif. Das heißt, man könnte He-Mans Arme jetzt auch ohne diese Armreifen machen. Genauso kann man natürlich auch die anderen Teile abnehmen. Das hier finde ich auch sehr spannend. Der Gürtel ist abnehmbar. Gut, darunter einfarbig schwarze Hose, aber immerhin, man könnte also diese Teile durchaus auch bei anderen Figuren nochmal einsetzen. Natürlich der Brustgurt, der geht auch ab. So, machen wir das mal so weit. Die Hand geht etwas schwieriger. Ihr seht es, man könnte ihn nochmal umbasteln. Ob der für euch jetzt dadurch besser oder schlechter wird, das ist natürlich jedem selbst überlassen. Aber grundlegend, jetzt hat er einen noch größeren Hulk-Touch. Wenn das Bandana nicht mehr dabei wäre, könnte man wirklich sagen, es ist die Hulk-Version von ihm irgendwo. Ja, ich glaube, mein größeres Problem bei dieser Figur ist eher so die generelle Farbgebung, die für mich so ein bisschen eigenartig aussieht. Ich glaube, wenn man jetzt gesagt hätte, das ist Faker, der mit Us irgendwie aufgepumpt wurde, dann hätte ich es vielleicht noch eher irgendwo geglaubt, weil Faker auch grundlegend blau und orange ist. Und bei He-Man hat man hier auch nicht so wirklich rote Elemente, sondern orange Elemente auf dem Schwarz. Hoppla, der Gürtel noch. Vielleicht liegt es daran bei mir. Ich weiß es nicht genau. Aber das ist halt tatsächlich etwas, von dem ich gemerkt habe, ich glaube, ich hätte den Grün besser gefunden, aber möglicherweise hat Mattel das auch mit Absicht nicht machen wollen, damit eben nicht der Vergleich mit dem unglaublichen Hulk entsteht. Und das könnte ja dann durchaus auch zu rechtlichen Problemen dann führen, wenn dann auf einmal Marvel oder Disney oder Hasbro oder alle drei zusammen sagen, Moment mal, das ist doch wirklich sehr Marvel geklaut.
Ist nur meine Spekulation. So, zu guter Letzt, He-Man hat auch noch eine Keule dabei. Es ist die Keule von Spikor in Silber, genauso wie seine Armreifen. Also dieses Stachelthema, das ist hier vorhanden. Ich finde es nicht so doll, dass diese Keule dabei ist, weil beim Prototyp, wir haben ein Prototypbild gesehen, dort hat er eine neue Keulenform, die haben sie sich dann doch eingespart und die hier recycelt. Oh, wenn schon hier so viel Budget für neue Teile verwendet wird, dann hätte ich dann doch mir auch gewünscht, dass sie es bei der Waffe genauso gemacht hätten. Das ist halt mein Faktor, aber ja, das kommt halt leider manchmal vor, dass dann die Sachen nicht ganz so sind wie auf Werbebildern, aber trotzdem, ich finde, dass man hier einfach die Keule hätte nehmen können, die sie zu den Prototypen designt hatten, weil die fand ich ziemlich cool. Ich war nie der große Fan von Spikors Keule, aber das geht mir vielleicht so, euch geht es vielleicht anders dabei. Ja, was bleibt am Ende bei dieser Figur? Ich habe es jetzt schon gesagt. Bisschen räusper mal. Ich habe es jetzt schon gesagt, der ist nicht unbedingt meine Lieblingsfigur. Ich finde den so ganz nett als Gag, aber irgendwie das Farbschema geht für mich nicht so ganz auf. Trotzdem finde ich ganz lustig, diese aufgepumpten Arme. He-Man ist ja sowieso eigentlich schon so super muskulös. Und dann noch das dazu, das ist irgendwie ganz witzig und vor allem halt dieser Fuß mit den herausstehenden Zehen. Das finde ich endgeil. Also das finde ich wirklich großartig. Der Rest, das ist wirklich eine sehr starke Geschmackssache, muss man sagen. Ja, wie geht es euch dabei? Findet ihr diesen mutierten He-Man gut? Findet ihr wie ich? Der wäre wahrscheinlich in Grün besser gewesen, aber dann ist er zu nah am Hulk gewesen. Erzählt es gerne in den Kommentaren und denkt da die Daumen. In diesem Sinne, tschüss, bis bald und gute Reise.